kann nicht noch. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich hab gehört, du bist im Keller. Oh nein, nein. Ich hab gehört, du bist im Keller. Nein. Jesus einfach. Weißt du, mit dem Handy im Anschlag könnte sie als Terrorclown rumrennen. There's one problem down. Ich hab gehört, Max Keller. War das bei dem jetzt auch ein Headshot? Er blutet Shadow auf jeden Fall. Einfach. Moment, kann ich einen Headshot auch nachsetzen? Nee, ne? Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Weil das Problem ist, ich muss hier wieder hin zurück. Und ich habe mein Feuerzeug gerade nicht dabei. Sieht nach einer Stromversorgung für den Aufzug aus. Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln. Stromverwechseln scheint wieder zu funktionieren. Ah, cool. Hey, der Fahrstuhl, er funktioniert. Der Fahrstuhl, er funktioniert. Hat ja nur wie lange gedauert? Alle Parts. Oh, und dann komme ich im Keller wieder raus. Well, that's fucking dandy. Digi dandy. Oh, das ist aber gar nicht mal schlecht. Komme ich da? Nee, wo komme ich denn da jetzt raus? Sie haben die Tür aufgeschlossen. Komm, Kisu, mit der fucking Keller. Aber ohne Scheiß. Ich hab gehört, du magst Tubas. Aber jetzt mal ohne Flachs. Also, ich kenne ja den Theme Narrow and Close. Und, ja, irgendwo ist das hier echt nicht so dramatisch. Ah, da könnte ich jetzt hin. Mit dem Aufzug. Narrow and Close? Der Theme Narrow and Close ist so fucking creepy. Also, Vivi, der Theme, der, als ich ihn das erste Mal gehört habe, der ist mir lange im Kopf geblieben. Aber nicht im Positiven. Weißt du, wann der spielt? Ah, im Keller. Und da ja, war ich jetzt. Und da war ich jetzt. So, yeah. Hier ist ein Aufzug. Von diesem Stockwerk kann ich anscheinend nicht betreten. Achso, ja, klar. Warte mal. Küche. Ich guck grad nur, ich würde gerne mal ein bisschen aufräumen. Das Problem ist. Oh, Hunter! Schön! Wir sind hier. Entschuldigung. Okay. Ja, ich hätte ja noch nicht genug Probleme. Achso. Oh. Oh, der hat die Tür einfach aufgerissen. Und mir fällt bis immer noch auf. Mir fehlt immer noch ein Chaos Emerald. Mir fehlt immer noch dieses eine Tigerauge. Der Tiger. Ja, das fehlt immer noch. Das kommt noch. Das kommt echt noch? Das ist eins der Rätsel, wo ich zu Anfang hatte. Daran erinnere ich mich noch. Die Leiche. Das eine gab dir ein schönes Goodie, das andere brauchst du für spätere. Hier lag mal eine Leiche. Ich erinnere mich an den hier. Den habe ich mehr als einmal getriggert, weil ich durch die Tür wollte. He was a cunt. Tja, der wird ja dann wahrscheinlich bald wieder Hallo sagen. Oh, fucking Dandy. Also. Wahrscheinlich ist er jetzt ein Hunter. Ich packe erstmal dieses eine Emblem weg. Das brauche ich gerade nicht. Oder er ist ein Crimson Head. Oder Manuel Neuer. Oder Manuel Neu. Boy. Ich muss jetzt, das Problem ist, ich muss jetzt nochmal in den Keller. Da liegt immer noch Zeug, was ich mitnehmen muss, wahrscheinlich. Da war ein Buch. I probably need that. Ja, ich gehe erstmal so wieder los. Ich habe aber auch noch nicht mehr so viel Farbbänder. Ich muss also ein bisschen sparsamer sein. I have to risk it now. I have to risk it for that biscuit. I want that biscuit. Kekse. Was heißt? Well, Crumpets? Wegen Biscuit. Das heißt, da unten ist jetzt ein Crimson Fuck. Gut, das heißt, ich muss jetzt nochmal in den Keller und das restliche Gehirn zu holen. Und der eine wird wahrscheinlich zum Crimson sein. Der andere, der hat keinen Kopf mehr. Der kann nicht Crimson sein. Da schraubt sie einfach einen Braten drauf. Hat der die Tür aus den Angeln gerissen? Das meinte ich gerne mal.
Alter, der hat die Tür aus den kompletten Angeln gerissen. What the fuck's wrong with that guy? Das kostet alles Türen Geld. Türen sind für Leute ohne Fantasie. Er hatte einen tiefen Hass gegen Türen. Und dann komm ich... Bin gleich wieder, Leute. Jo. Und dann komme ich an und denke mir, sowas kostet alles Geld. Ach, Barry kann das reparieren. Die Tür hat Freizeit. Die Tür ist weg. Sie existiert nicht mehr. Ach, da lässt sich was einfallen. Der baut eine Tür aus Waffen. Der baut eine Tür aus Waffen? Barry kann das. Oh, okay, he dead. Nice. Warte, was bist du für eins? Ein grünes oder ein rotes? Ich brauche ehrlich gesagt nicht noch ein rotes. Ich hole erstmal das Buch und dann gucke ich, wie viel Platz ich noch habe. Ich glaube, der Punkt trifft nämlich wirklich ein, Hol, den du erwähnt hast. Ich habe hier insgesamt, hocke ich auf 3 roten. Also ich kann 3 rote haben. Hm. Aber ja, rote haben halt 0 wirklichen Sinn sonst. Ding, ding. So, das Buch. Eagle of South, Wolf of the North. Prüf mal. Ist da irgendwas drin? Ah, schau mal, na guck. War eine Medaille im Buch versteckt. Ryuga, eigentlich die roten und gelben Kräuter, damit kombiniert man nur, damit halt die anderen Kräuter stärker werden beim Heilen. Und die blauen Kräuter sind, soweit ich weiß, gegen fürs Vergiftung. Entgiften. Ja, gegen Entgiftung. Gegen Gift halt. Und irgendwann dachte man sich, scheiß drauf, wir essen nur noch Tic-Tacs. Ja. So, jetzt habe ich eine Medaille. Cool. Die ist nicht so rein zufällig für das Gitter, oder? Also für das Gitter brauchst du eben Metallobjekte mit Steinring. Ja, jetzt habe ich eine Igel-Trophäe. Ich nehme das rote mal mit, ich pack das dann einfach weg. So, selbst wenn du... Nee, du liegst einfach nur. Ich glaube, du hast keine große Lust, zu einem Crimson zu werden. Also von mir aus, ich muss hier sowieso nicht mehr runter. Also, I don't care what you do in your life. Das Schlimme ist, der Aufzug führt dahin. Ins erste Stockwerk. Das sind 2 komplett neue Bereiche. Und da bin ich ein bisschen scared vor, wenn ich das ehrlich sagen darf. Da habe ich ein bisschen zu viel Respekt gerade vor. Ich meine, welche fehlen jetzt noch? Ich weiß, da ist noch ein Helmchenraum. Da komme ich nicht hin, der ist abgeschlossen. Da oben muss ich nicht mehr lang. Ich belasse den Aufzug erstmal so. Ich glaube, das ist sicherer. Just in case. Da oben ist noch ein Raum, wo ich nochmal hin müsste. Ja, aber... Ich werde speichern. Ich weiß, ich habe nicht mehr so viele Farbbänder, aber... Es ist mir... Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt speichere, habe ich noch 3 über. Sollte hinkommen. I hope. My hopes. I got high hopes. Okay, aber dann kann ich die Tür dann auch gleich mal checken, wenn ich sowieso da bin. Aber erstmal durch die durchbrochene Tür. Ich meine, why not, ne? Und sollte mich irgendwer greifen? Ich habe immer noch einen Taser bei mir. Und einen Dolch. Taser-Dolche. Ein Elektromesser, MGS4. Hm, genau das. Ich mochte das Elektromesser. Das war witzig. Ich meine, das ist der ultimative Grad an Mobbing. Erst ein Abstechen, dann draufdrücken. Ich pack das die Medaille erstmal weg. Genau wie das rote Kraut. Okay. Aber ich werde speichern. Das ist jetzt gerade ein Luxus, den ich mir nicht nehmen möchte. Eine alte Schreibmaschine. Ja, speicher mal. Wo ist der Unterschied zwischen Taser und Dolch? Ich glaube, Zombies machen da keinen Unterschied. I guess.
Meint, das eine tasert, das andere ramst jemanden in den Schädel. Also, in meinem Buch ist das, ne? You know. Apropos Buch, morgen kommen meine Resi-Bücher an. Yay. Lass ich das Feuerzeug jetzt mal hier. Ich lass das Feuerzeug mal hier. Das ist eh die Frage, hast du überhaupt noch Kerosin drin? Hab ich. Aber ich müsste dann auch den Treibstoff mitnehmen, da habe ich fast gar keinen Platz mehr. Nee, dann pack erstmal weg. Ich sag mal so, ich glaube, jetzt kommen überwiegend eh nur noch Gegner, wo mich mehr sowieso abfacken wollen. Ich schätze mal, die Zombies, wo du bisher eh kalt gemacht hast, werden eh schon zwangsweise Crimsons sein. Ja, um die meisten habe ich mich ja dann eh schon gekümmert. Hey, mal so, jetzt rennen dann halt noch Hunters rum etc. Ah, hier ist noch ein Hausschlüssel. Okay. Oh, der Shotgun nachladen ist auch eine Idee. Aber das ist ja das Gute. Das kannst du hier im Menü machen. Was zur... Ist das ein fucking Igel, der mich im Auge behält? Ein Schalter. Drück mal. Ah, ja. Mach mal Licht aus. Da musst du jetzt erstmal die Kommoden zu den jeweiligen Präparaten an den Wänden schieben. Du musst immer dafür sorgen, dass du schneller an den Knöpfen bist, als der Arzt, dass ich zu dir drehen kann. Ansonsten schaltet die Dinger ab. Ah, ich verstehe. Warte mal. Nee, bevor du jetzt hier irgendwas schiebst. Brief an den Sicherheitschef. Zu HD Sicherheitschef, Datum 20. Juni 1998, 2.13 Uhr. Tag X rückt näher, folgende Verfahren werden innerhalb Wochen ausführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Locken Sie die Stars an Wesen, erwarten Sie Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Sammeln Sie zwei Bios jeder einzelnen Mutation als Muster mit der Ausnahme Tyrannen. Sorgen Sie für die Vernichtung Altklasse-Labors. Einschließlich alle Personal sind alle Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls Sie durchführen, der Vorfahren innerhalb von vergebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall werden Sie direkt im Anschluss. Okay. Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Ah, ihr habt hier. Das ist voll böse. Okay, der Adler ist also eine Kant. Ja, also muss einmal an die eine Ecke vom Raum, bis das Vieh sich zu dir gedreht hat, schnell an die andere Ecke drücken. Ich sehe jetzt, es sind noch mehr Granaten. Ich könnte bald locker mit dem Granatwerfer problemlos rumlaufen. Ja, gegen Ende wirst du tatsächlich Munitionsknappheit haben, damit du das Ding mal wirklich benutzen musst. Das Schlimme ist, ich sehe gerade nur einen Knopf wirklich, oder? Da ist einer an der Tür. Und der... Also bei jedem der beiden Tierpräparate ist jeweils ein Knopf drin. Muss mal einen Lichtschalter ausmachen. Ja, das Licht ist aus. Warte mal. Ah, Schalter drücken. Jetzt ist das Licht wieder an. Das Ding ist halt, in die Richtung, wo der Adler gerade zu dir schaut, ist halt der Knopf deaktiviert. Ach so. Deswegen ja, da musst du durch den Raum jatzen. Ach so. Also erstmal die Kommoden einmal an die Wand schieben. Seite. Der Adler ist aber auch ein Arschloch. Und so gar nicht nervig, wenn man in dem Raum mal so privat sitzt. Mhm. Ich verstehe dich nicht, Bob. Hey. Was versuchst du gerade, Shadow? Ich versuche den Schalter zu aktivieren, aber Jill will da nicht mit nix interagieren. Oder muss ich auf die Kommoden? Du musst auf die Kommoden. Oh, ja gut, das erklärt jetzt alles. Ich dachte, da muss ich so einfach. Ja gut, dann. Oh meine Güte. Kamera, fuck mich nicht an. Ich glaube, ich muss den Raum sowieso resetten. Warte mal. Ich habe das eine Ding nämlich an die Wand geschoben gehabt und dann kriegt man es ja nicht mehr zurück. So, okay. So, du Assi-Botter, ne? Du Assi-Adler. Das Ding ist schon an der Wand. Komm, ein bisschen geht noch. So. Da
Kamera, arbeite mit mir bitte. Und müssen hier hin. So. Okay. All Steine im Auge, wollen sie ihn rausnehmen. Yes. Ach, guck mal, der Chaos Emerald. Aber ein roter. Es ist ein roter Chaos Emerald. Chaos! Und hier... ein Edelstein im Auge rausnehmen. Ja, ach, guck mal einer, der gelbe. Aber wozu brauche ich dann den roten? Das wirst du rausfinden. Den soll ich aber nicht in den Bullen drücken, oder? Also einen brauchst du für einen Tiger. Ja, aber wozu brauche ich denn den roten? Das wirst du rausfinden. Okay, Daddy. Werde ich rausfinden. Gut, dann drücken wir jetzt erstmal dem Tiger was ins Auge. Erfährst du später. Sag ich dir später. Erklär ich dir später. Ja gut, wenn wir den... Ich sehe, wir verstehen uns. Ich sehe, wir verstehen. Da unten war, glaube ich, der Tigerraum. Ja, untere Etage. Also ich merke echt, also du könntest das Spiel, wenn du es wirklich... Oh, hey Hunter, es geht. Brüll wen anders an, das ist unhöflich. Oh geil, noch ein zweiter. That's ja dandy. Die True Dandy. Aua, meine Kniescheibe. Die brauchst du doch gar nicht. What? What? Why? Was? Ich war doch noch im orangenen Bereich, was? Anders hauen ordentlich zu. Och ja, wunderschön. Deswegen sag ich ja die ganze Zeit, sobald du eins siehst, Schrotflinte rüber weg. Das hab ich ja gemacht, aber Jill denkt sich immer, oh nein, meine Kniescheibe. Und steht da erstmal eine halbe Stunde. Oh, Mann. In den fiesesten Graten hopst sich so ein Vieh an und köpft dich instant. Das hat er gerade gemacht, glaube ich. Kann möglich sein. Oh. Ja, jetzt fehlt wieder einiges, ne? Na, auf jeden Fall weißt du, was du machen musst. Ja. Jetzt muss ich wieder da hoch und diesen ganzen Müll normal machen. Oh. Nerv. Ich bin Hunter, ich kill instant. Spaß. Und im nächsten Teil lege ich mir eine Kettensäge zu und setze mir einen Brotbeutel auf. Meine Fresse, Mädchen. Halten, abdrücken. Das braucht keine 2 Jahre, bis du es durchziehst. Ja, 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 mach auf. So, wieder da. Wäh. Baby. Na, jetzt schieben wir erstmal wieder ein bisschen. Wir müssen schieben. Schieb gefährlichst. Vivi, Auron hat mir dabei gerade geholfen. Ah, okay. Also sie läuft noch nicht. Ich mache das jetzt eben fertig. Aber Auron hat mir erklärt, wie ich es wahrscheinlich machen kann. Oh, du kannst pushen. Wer will was von wem woraus? So. Wer verlässt das Café? Alter, ich reiß den Adler da hier einfach von der Wand. So einfach ist das. Ich reiß den Adler. Den Wadler von der Hand, Alter. Ja, der geht mir gerade echt auf den Piss. Mit seiner bloßen Existenz. Und seiner Lautigkeit. Ist das dein Ernst jetzt? Ich muss echt Licht ausmachen, damit ich das erkenne. Ich weiß, dass es da ist. Come on. Fuck mich nicht ab gerade. Lernen lesen und schreiben. Das auch. Nimm den Edelstein aus dem Schädel. I am so pissed. So pissed. So very, very pissed. Nimm das Ding jetzt mit. Hey ho, it's up to where we go. We work all day and get no pay. Hey ho. Was? Ach ja, ich hab vergessen, das Feuerzeug wegzulassen. Ich dimwit. Eat them with. Whee. Na gut, lass ich die Granaten da erstmal liegen. Weißt du, alles, was du machen willst, ist einem Tiger
Edelsteine ins Auge drücken. Und was denken die beiden Bilbos sich? Nee, darfst du nicht. Nee, lass mal. Voll nicht cool so. Das verstehst du voll gegen den Tierschutz. Peter, Peter. Och ja, wie wär's, wenn du mit einer Shotgun nicht triffst? How about that? Sag mal, jetzt willst du mich echt verarschen. So, das war einer von den Wichsern. So, komm durchs Fenster, komm. Komm mal. Maul halten jetzt. So, nun ist Ruhe. Alter. Hier ist Schluss. Kratzt mir ein bisschen an der Kniescheibe und bin am Sterben. Jesus. Heute bei Mythbusters, wir nehmen dieses Maschinengewehr und diese Kniescheibe und testen, wie tödlich die Verletzung ist.